für eine grandiose Stimmung beim Testspiel des Club. Gegen die Freunde des SK Rapid Wien feierten über 12.000 Fans eine große gemeinsame Party und sorgten so, trotz teils strömendem Regen, für einen stimmungsvollen Rahmen zum Abschluss des Trainingslagers. Ja, es macht natürlich unheimlich Spaß, ein wunderschönes Stadion und wenn die Fans dann so zusammenhalten, zusammen singen, dafür steht der Fußball und es macht Spaß, so ein friedliches, schönes Spiel zu spielen. Ne? Der FCN wollte im vorletzten Test weiter an den Abläufen und Automatismen arbeiten und begann durchaus schwungvoll. Nikola Dovedan hatte die erste Tornährung auf dem Fuß. Auch Rapid Wien suchte immer wieder den Weg nach vorne, sodass sich zu Beginn ein munteres Spiel entwickelte. Die erste gute Gelegenheit hatte Lukas Jäger nach rund einer Viertelstunde, doch der Torwart konnte den Schuss noch zur Ecke abwehren. Mit Folgen. Tim Handwerker fand Abwehrchef Georg Markreiter in der Mitte. 1:0 für den Club und das war genauso gewollt. Ja, ich denke doch viele heute. Heute war es ein wirklich guter Test. Ich denke auch von unserer Mannschaft. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir wirklich viele Dinge umgesetzt, die wir uns unter der Woche versucht haben zu arbeiten. Ja, zweite Halbzeit denke ich, ein wenig die Kräfte nachgelassen. Aber ich denke, nach dieser intensiven Woche, gerade in Salzburg, hat das die Mannschaft im Großen und Ganzen wirklich gut gemacht. Und ja, ich denke, da werden wir auch aus der Videoanalyse doch viele Erkenntnisse herausarbeiten können. Ja, wir wollten kompakt stehen, unsere Defensivarbeit erledigen. Und ich denke, das ist uns gut gelungen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit phasenweise. Man hat auch gesehen, dass uns am Ende auch die Kräfte ein bisschen ausgegangen sind. Doch zunächst blieb der Club am Drücker. Michael Ischak verpasste hier die Führung, stand jedoch auch knapp im Abseits. In der 36. Minute dann der etwas überraschende Ausgleich, dafür jedoch umso schöner. Thomas Murk setzte den Freistoß wunderbar über die Mauer und ins Tor. Weitere Gelegenheiten ließen die Gastgeber im Anschluss ungenutzt. Natürlich wollten wir auch ein positives Ergebnis haben. Also wir wollten uns auch für die Leistung belohnen. Speziell erste Halbzeit haben wir uns doch 3-4 hochkarätige Situationen herausgearbeitet. Die können wir auch finalisieren, nicht nur aus der Standard, sondern auch aus dem Spiel heraus. Ja, zweite Halbzeit war einmal, ich denke, der Gegner hat uns aus dem Spiel heraus einmal ausspielen können. Und das war auch gleich ein Tor. Ansonsten denke ich, wenn sie zu einer Chance gekommen sind, individuelle Fehler. Das müssen wir abstellen und das werden wir herausarbeiten und dann werden wir uns versuchen, von Tag zu Tag und Woche zu Woche weiter steigen. Standen wir eigentlich ganz gut, fand ich. Haben wenig zugelassen, 2 Standardtore, also sowohl für uns als auch für die Gegner. Und das 2-1 war dann ein bisschen Unvermögen von uns. Ein bisschen besser hätten wir nach vorne spielen können. Durchgang 2 begann auf den Rängen erneut sehr stimmungsvoll. Auf dem Rasen taten sich beide Mannschaften schwerer, hochklassige Torschützen zum Spiel. Entweder waren die Abschlüsse zu harmlos, oder es fehlte der letzte Pass. Die beste Gelegenheit hatte der eingewechselte André Petrak Mitte der zweiten Hälfte. Zehn Minuten vor dem Ende bestrafte Rapid dann eine Unachtsamkeit in der Defensive des Club gnadenlos und ging mit 2:1 in Führung. Ich denke, zweite Halbzeit war dann die Luft raus. Und ja, gegen Ende hat der SK Rapid Wien ordentliches Tor gemacht, gut die Seite verlagert und ja, in der Mitte gut abgeschaut. Eine Möglichkeit hatte dann noch Felix Lohkemper nach feinem Zuspiel von Dovedan, doch auch er stand knapp im Abseits. Trotz der Niederlage können Mannschaft und Trainer ein positives Fazit des Trainingslagers ziehen. Ich denke, die Mannschaft hat viel investiert. Wir haben körperlich und taktisch, wir haben Teambuilding, es war auch anstrengend. Ich denke auch vom Kopf, die Mannschaft hat den ganzen Tag fast eingesetzt. Sie hatte kaum Ruhephasen und denke auch etwas Neues für das Team. Aber nichtsdestotrotz, jetzt Mannschaft nach diesem Spiel, jetzt geht es zurück, morgen früh, dann 2 Tage Pause und am Mittwoch geht es wieder los. Ich denke, grundsätzlich gibt es noch viel zu tun, aber wir haben uns relativ zügig ans Neue gewöhnt, weil, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ist halt viel neuer Input, den wir jetzt auch schnellstens umsetzen müssen. Aber ich glaube, die Jungs sind alle lernwillig und wollen das auch und es macht uns auch Spaß. Ja. In den kommenden 2 Wochen wird dann weiter intensiv gearbeitet, um für den Saisonstart in Dresden bestens gerüstet zu sein. Zunächst
geht es aber zurück in die Heimat.